Das Fachwerkhaus am Markt 22 am 26. Juni 2012. Die Renovierung des Fachwerkhauses am Markt 22 in Herzberg am Harz hat am 26. Juni 2012 begonnen. Am Dienstag gab es einen ersten Arbeitseinsatz und von nun an wird an jedem Dienstag ab 18 Uhr an und in dem Objekt gearbeitet. Ziel ist es, bis zum Tag des Denkmals am 9. September 2012 so weit fortgeschritten zu sein, dass eine Ausstellung und Führung zu dem Projekt in diesem Haus möglich ist und durchgeführt wird. Einerseits ist es natürlich das Ziel, das Gebäude einer Nutzung zuzuführen, also für die Innenstadt zu beleben. Aber andererseits soll hier auch erworbenes Know-how gezeigt werden. Dies zeigt Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, ihr Fachwerkhaus zu renovieren, dass sie in Herzberg mit dieser Arbeit nicht alleine gelassen werden, sondern dass man ihnen hier Hilfe an die Hand gibt. Über einen längeren Zeitraum hinweg sollen auch in Herzberg mehrere Gebäude auf diese Art saniert werden und einer Nutzung zugeführt werden, um die Innenstadt zu beleben und um den Ort und die Region insgesamt aufzuwerten. Vorbild für Herzberg ist die in Wahnfried sehr erfolgreich durchgeführte Aktion zur Renovierung und Nutzung der Fachwerkhäuser dort. Es bleibt zu hoffen, dass wir in Herzberg mit der Hilfe der Wahnfrieder Bürgergruppe ähnliche Erfolge feiern dürfen. Nach den ersten Arbeiten und den Eindrücken, die Teilnehmer der Projektgruppe in Wahnfried haben sammeln können, kann ich nur sagen, dass ich in Bezug auf dieses Vorhaben sehr guter Dinge bin. Mit den hier arbeitenden Aktiven können solche Projekte zeitnah, gut und kostengünstig durchgeführt werden. Mein Name ist Sigrid Erhardt. Ich bin eine der Besitzerinnen dieses kleinen Häuschens hier am Marktplatz 22. Meine Schwester ist die andere Besitzerin, die lebt aber etwas entfernt und so habe ich das jetzt in die Hand genommen und Gott sei Dank Unterstützung gefunden in dieser Truppe, die sich rekrutiert hat nach einem Vortrag im Schloss. Da haben Leute aus Wahnfried uns Sachen vorgestellt, wie sie den Leerstand in Wahnfried in den Griff bekommen haben. Und das hat Ehrenamtliche so beeindruckt, die in der Andock-Gruppe arbeiten, dass sie gesagt haben, also da würden wir auch praktisch arbeiten. Und ich bin in einer Theoretikergruppe und da haben die Theoretiker beschlossen, dass dieses leerstehende Objekt, das nun zufällig uns gehört, zum Tag des offenen Denkmals so weit aufbereitet werden soll, dass man Leute in dieses Haus reinlassen kann, dass die sich angucken können, wie es von innen aussieht und dass vielleicht auch Kaufinteressenten dadurch inspiriert werden, eventuell sich zu überlegen, das Haus zu übernehmen. Und das wäre natürlich sehr, sehr toll, wenn das passierte, weil grundsätzlich diese Gruppe natürlich sich zum Ziel gesetzt hat, die Leerstände in der Innenstadt zu vermindern. Und ich finde das total anerkennenswert, dass hier Leute ihre Freizeit opfern, um an so einer Sache mitzumachen. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Spenden Sie Speckwursti. Boris Gonschorek, Sparkasse Osterode, Bankleitzahl 263 510 15, Kontonummer 16 000 6441.